Freundschaft mit Jandl und seine Erfahrungen aus der Studienzeit in Wien ermutigten Reitani, sich auch an jene Gedichte zu wagen, die stark mit dem österreichischen Kontext verbunden sind. Wien Heldenplatz. Der ganze Heldenplatz circa versagerte in maschenhafte Menschenmeere. Tra loro donne che al ginocchio mascolare di premere pressanti si tentavano. Und brüllsten wesentlich. Verwogener Stirnscheitelunterschwank nach Nöten nördlich kächelte mit zunummernder aufs Bluten feilzer Stimme hinsensend zämmertliche Eigenwäscher. Puntare! Straltellava il deuccio caprone da sa afre a sa afre. Con monche rin di voce gigallescamente sgronfia, fregolando vermeggiava il mare di ometti. Und den Weibern ward so pfingstig ums Heil, tanto pruse incervate, wenn ein Knieender sie hirschelte. Das ist ein Glückfall, also das kann nicht immer einem Übersetzer gelingen. Aber ich glaube, dass sich dieses Gedicht gut übersetzen lässt. Das ist auch ein Zeichen seiner ästhetischen Qualität. Dabei konnte Reitani auf die in seinem Heimatland bekannten Sprachmuster von Mussolini zurückgreifen, um die faschistische Rhetorik zu entlarven. Heute gilt der italienische Germanist und Übersetzer als einer der führenden Jandl-Kenner. Das ist ein echter Jandl-Spezialist. Er hatte das Glück, sein Freund zu sein. Und etwas, das vielleicht kein anderer Übersetzer teilte, er machte Lesungen gemeinsam mit Jandl. Und seine Erlebnisse sind für mich von einem enormen Wert. Die Stadt Udine hat eine bewegte Geschichte. Auf halbem Weg zwischen der österreichischen Grenze und der Lagunenstadt Venedig gelegen, hatte sie lange Zeit zum Habsburgerreich gehört, ehe sie 1796 von den Franzosen erobert wurde. War es vielleicht der Verlust der italienischen Lande, der Jandl zu seiner Ode auf N, einem Schmähgedicht gegen Napoleon, veranlasste? Napoleon, 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 Wie dem auch sei, Francisco jedenfalls hat bei diesem Gedicht weitaus mehr Glück als bei dem für ihn unübersetzbaren Gedicht über den Wiener Heldenplatz und freut sich über den Umstand, dass Leon, oder besser Leon, auf Spanisch Löwe bedeutet. Napoleon, Poleon, Poleon, Poleon. Poleon, 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 on, on, on. Professor Reitani ist nicht nur ein erfolgreicher Übersetzer und Wissenschaftler. Durch seine guten Kontakte nach Österreich sieht er seine Rolle auch als die eines Vermittlers zwischen den Kulturen, vor allem auf dem Gebiet der Literatur. Er berichtet stolz, dass es seit kurzem ein Austauschprogramm zwischen seinem Institut und der Universität Klagenfurt gibt. Luigi Reitani hat natürlich einen ganz anderen akademischen Hintergrund, auch andere ökonomische, verlegerische Möglichkeiten. Und Francisco lebt natürlich auch etwas von diesem Nimbus des Outsiders. Ein Autor wie Jandl. Es ist sehr interessant und sehr schwierig, auch sehr interessant, ihn zu übersetzen und ihn bekannt zu geben, aber auch sehr schwierig, einen Verleger zu finden, weil er an den Antipoden von den spanischen und lateinamerikanischen Tradition ist. Aber das ist, was sie brauchen. Jemand, der nicht das schon Bekannte bestätigt, sondern jemand, der etwas Neues bringt. Jandl hat sozusagen innerhalb des Deutschen auch übersetzt, von einer sogenannten normalen Sprache in eine sogenannte heruntergekommene Sprache, dieses ans Gastarbeiter-Deutsch angelehnte Idiom mit Infinitiven, also eine bewusst arme Sprache. Im Kunst viel nicht gut sein, heut im Kunst viel nicht gut sein,
Deutschsprach seine Kunst, seine Kunstsprach, Vaterland sein Kunst. Deutschsprach und Österreich Vaterland sein Kunst. Österreich sein Kunstland, Vaterkunstland. Kunst Vaterland. Man merkt bei der Übersetzungsarbeit, wie schwer es ist, in eine andere heruntergekommene Sprache zu übersetzen, vor allem wenn die eigene Sprache so eine große Tradition hat, nicht? Also diese Schändung der Sprache ist, ja, vielleicht haben Sie recht, auch mit dieser katholischen Kultur ist etwas, das nicht einfach ist. Aber ich finde, gerade das müsste man probieren. Und das bringt auch, das kann auch neue, vielleicht für die eigene Tradition, wichtige Impulse liefern. Die Gedichte in heruntergekommener Sprache sind bestimmt, werden bestimmt positiv aufgenommen. Und das könnte einen neuen Weg vielleicht in unseren Lyrik nicht eröffnen, aber zu helfen, neue Fenster zu eröffnen. Wie das Entdecken fremder Sprachen und Denkweisen die eigene Kultur befruchtet, muss auch die amerikanische Schriftstellerin Gertrude Stein gemerkt haben, als sie 1902 in Paris ankam. In ihrem berühmten Salon in der Rue de Fleurus verkehrten nicht nur Schriftstellerkollegen wie Ernest Hemingway, auch Pablo Picasso und Henri Matisse zählten zu ihren Freunden. Obwohl Stein bis zu ihrem Lebensende in Frankreich wohnte, blieb sie als Schriftstellerin stets ihrer Muttersprache treu. Jandl war ja ein vielsprachiger Dichter, ein multilingualer Dichter, der selber übersetzt hat aus dem Englischen John Cage, Silence, Gertrude Stein, die Urmutter der modernen Poesie, könnte man vielleicht sagen. Jandl verbrachte mehrere Monate in amerikanischer Kriegsgefangenschaft. In dieser Zeit baute er ein besonderes Nahverhältnis zur englischsprachigen Literatur auf. Nach seiner Rückkehr studierte er Anglistik und arbeitete als Englischlehrer an einem Wiener Gymnasium. Immer wieder hielt er sich zu Studienzwecken in England auf und übersetzte neben Gertrude Stein und anderen Schriftstellern auch John Cage. Besonders eindrucksvoll sind Jandls eigene Gedichte in englischer Sprache. Jedenfalls waren es vor allem die Wortkaskaden und repetitiven Sprachspiele der Steinschen Lyrik, die ihn beeinflussten. Gertrude Stein hat mich jahrelang beschäftigt, ehe ich nur einen Text von Laut und Luise geschrieben haben. Und das war natürlich eine ganz kühne Autorin, die in die Sprache von allen möglichen Richtungen hineingestoßen ist, verspottet, verhöhnt und von anderen wieder mit Begeisterung aufgenommen. Wobei die englische Sprache ja überhaupt so verschiedenes an sich hat, was Spielerisches nahelegt. Simply Postchaise. How would you describe what I'm doing when I speak? Or would you rather, dass ich scheiß, weil ich nicht James Joyce heiß? Auch in Paris steht für Francisco ein Besuch der Universität am Programm. Allerdings betritt er nicht die berühmte Sorbonne, sondern eine in der Nähe gelegene Elite-Universität mit dem klingenden Namen École Normale Supérieure. In diesen heiligen Hallen unterrichtete schon Paul Celan, der, als Paul Anzell in Czernowitz geboren, seine Eltern in deutschen Konzentrationslagern verloren und sich schließlich in Paris niedergelassen hatte. Er gilt als einer der bedeutendsten Dichter der deutschsprachigen Nachkriegsliteratur. Sein ehemaliger Student Jean-Pierre Lefebvre ist heute selbst Professor für deutsche Literatur an der ENS und zählt zu Frankreichs herausragendsten Germanisten. So, bist du der Francisco? Ja, dann komm.
Gibt es in der lateinamerikanischen und beziehungsweise in der spanischen Tradition auch Dichter, die das Gleiche versucht haben wie Jandl, zumindest die ungefähr so verfahren mit der Sprache? Oder ist es neu? Gut, es ist meiner Meinung nach, es ist ein fast leeres Feld. Ja. Sie wissen, das ist viel, ich weiß, ich kenne die französische Literatur nicht so gut, aber ich denke, da gibt es auch die Tradition der konkreten und experimentellen Lyrik, ist mehr eine deutsche, ja, eine brasilianische Tradition. Ja. Das waren die Zentren und das auch natürlich Österreich mit der Wiener Gruppe und das ist für uns Übersetzer, das ist vorteilhaft, aber ist ein und kann auch ein Nachteil werden. Wenn nämlich in der Zielsprache die Anknüpfungspunkte für experimentelle Werke, wie bei Ernst Jandl, fehlen, reicht es nicht aus, den Inhalt der Gedichte zu übertragen. In diesem Fall muss der Übersetzer sogar die Wege für eine neue Literaturgattung bahnen. Naja, ich kenne mich da, also Jandl, also weniger aus, aber ich kenne das Problem. Bei Paul Celan ist es natürlich viel komplizierter, wie Sie wahrscheinlich nicht wissen, also ist die Beziehung, ich glaube, der Paul Celan, der mochte die Lyrik also die experimentelle Lyrik überhaupt nicht, ne? Denn er hatte etwas anderes vor. Er wusste nur, das sind Dinge, die eines Tages in meiner Lyrik also brauchbar sind, für ein paar Momente, aber mehr nicht, ne? Mit aller Respekt, ich denke, er unterschätzt Jandl. Wenn er zu mir sagt, Celan ist so und Jandl ist so, gut, ich bin nicht einverstanden. Deshalb weist er ihn auf die Bandbreite der Jandlschen Lyrik hin und erzählt, dass er auch vorhat, Jandls Stücke und Essays zu übersetzen. Es dauert noch eine Weile, bis der Einfluss von Jandl, also nehme ich an, in Lateinamerika groß ist, aber es muss ja so anfangen, dass man es versucht, ne? Und das vielleicht findet man nicht die Lösung auf das erste Mal, aber einer muss beginnen und dass ein Kubanischer es als erster Versuch, das ist auch ein Wegweiser dieser Welthälfte. Dass das aus Kuba kommt, das ist recht interessant. Francisco hat weder einen institutionellen Background, noch hat er einen ökonomischen Background in Kuba. Also beides fehlt ihm und das unterscheidet ihn natürlich von den italienischen Übersetzern oder auch den französischen, aber wahrscheinlich auch von Übersetzern aus den ehemaligen Ostländern. Also Jandl wurde ja auch ins Ungarische und ins Tschechische übersetzt. Aber da waren die kulturellen Bindungen dann noch so stark, da gab es Unterstützung von Österreich, dass er das lange Zeit fast vollkommen ohne Unterstützung gemacht hat. Das ist wirklich außergewöhnlich.